So, liebe Leute, es ist der 9. Spieltag, das wissen wir. Und es ist unser Erzfeind, Hannover 96. Mal schauen, ein Siegespflicht, die Mannschaft muss gewinnen. Ja, würde ich ja ganz gerne sagen. Die Sensation ist möglich. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt? So weit weg sind sie ja auch nicht. Die Sensation ist möglich. Jo, ein Siegespflicht. Komm, alles oder nichts. Einer muss ja dran glauben. Auch wenn keiner dran glaubt, einer muss ja dran glauben. Auf geht's, los, Ladies. Kommt sie und los geht die Party hier. Erste Minute, Referee Holstein Kiel ist jetzt voll konzentriert, alles klar. Wir haben zwei Stürmer auf dem Platz, wir haben ein solides Mittelfeld und eigentlich eine stabile Defensive. Montero kriegt schon nach 10 Minuten, den habe ich extra das Vertrauen geschenkt, heute von Anfang an drin zu sein und schon gleich hier absichtliches Handspiel. Also wie kommt man denn da drauf? Jetzt hat es auch angefangen zu regnen. Also ein richtiges Dreckspiel, war anscheinend. So, Chance. Deli lässt Schulz mit einer feinen Finte rechts im Strafraum aussteigen und hält drauf. Der Ball prallt vom Außenpfosten zurück. Mann! Aber kein Abnehmer dann, oder was? Gute Chance, Deli. 14 Minuten. Nächste Möglichkeit für die Kieler. Auf geht's. Ecke von rechts. Ono Aktogan. Ron Robert Zieler fängt die erste Ecke der Störche ab. Mutig kommt er da heraus und packt sicher zu. Chance jetzt für Hannover. Die haben gleich eine hochkarätige, wie es auch sein sollte, ne? Mancini mal wieder. Mario Gomez, aber dieser verfehlt das Tor um einen guten Meter, Gott sei Dank. Wir haben mehr Ballbesitz bis jetzt gehabt, auswärts. Kommt schon, Jungs. Marcelo hat aus 22 Metern viel Zeit und kann sich die Ecke aussuchen. Er entscheidet sich für die Tormitte und dort steht, welche Überraschung, Maximilian Riedmüller. Alter, was haben die wieder für Chancen? Nee, das packe ich ja nicht. Kommt schon, Jungs. An der Außenlinie bringt Christian Clemens Deli zu Fall und sieht dafür die gelbe Karte. Ich gucke mir ganz kurz mal den Gegner an. Wie sieht denn der aus? Wer ist denn hier stark bei denen? Also durchwachsen, ne? Also so richtig. Gomez gefährlich, Marcelo und Mancini. Das sind so die Hardliner. Wir haben noch zwei Stürmer. Die spielen aber auch mit Doppelsechs, ne? Heide Witzka. Aber fängt den Ball letztlich doch. Nochmal eine Ecke. Teixeira. Mit einem schnellen Haken verschafft er sich etwas Platz und zieht dann sofort ab. Verfehlt das Tor aber um wenige Zentimeter. Gott sei Dank. Ey, was ist denn da los? Mann! Jungs, geht doch mal drauf da jetzt! 25 Minuten und schon wieder so ein Dreck. Pedersen taucht plötzlich alleine vor Zieler auf. Doch statt zu schießen, schlägt der bisher unauffällige. Oh, ich kann es gar nicht zu Ende lesen. Da kriege ich schon wieder Plack. Meine Güte, Clemens geht zweimal an den Strafraum zu Boden. Einmal knapp davor, einmal auf der Linie, dann reklamiert er. Er lässt aber weiterspielen. Gut, 1,0, 1,5 der Winzen. Bester Mann auf dem Platz. Was ist mit unserer Offensive wieder los? Da passiert ja gar nichts. Pedersen, Aktogan, Deli, Wirt. Deli dreht sich am rechten Strafraum am Marcelo herum und schlänzt den Ball aufs lange Eck. Gut einen Meter am Winkel vorbei. Ah, Jungs, also da muss jetzt was passieren. Wo kriegen wir da nochmal einen Ruck durch die Mannschaft da? Einfach mal volle Lotte, ohne Scheiß, auf die Zähne beißen und gib ihm Saures. Mancini wird von den Fans bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Die Fans haben ihm seinen Wechsel noch nicht verziehen. Immer noch nicht. Ist auch schon wieder 3 Jahre her. Flach. Und mit ordentlich Power schlägt Wirt eine Flanke in den Strafraum, wo Aktogan laut und den Ball direkt aus der Luft nimmt. Oh, Zieler reißt die Fäuste hoch und lenkt das Leder damit über die Latte. Eine gute Aktion von beiden Seiten. Ecke von rechts, Aktogan. Zieht den Eckstoß von der rechten Seite vom Tor weg. Der Ball segelt aus dem Strafraum heraus und kommt vor die Füße von Wirt. Keiner kann was. Es kann einfach keiner was. Es ist auch unglaublich. Keiner kann mal den Ball annehmen und da reinpfeffern. Ey, ist doch unglaublich. Mann. Oh, ich fasse es nicht. Es geht schon wieder so los in den letzten Wochen. Mann, Mann, Mann. Gutes Spiel auf Augenhöhe, aber trotzdem, es fehlt der. Ja, dieses i-Tüpfelchen, ne? Das fehlt. Motivieren, motivieren. Hier vorne in der Offensive will ich mal jetzt ein bisschen Dampf sehen. Also echt.
Wir fehlten noch 92 Deli auf, der Rest muss laufen. Hazard Ansprache. Wir fahren den Sieg jetzt ein, aber Dicke, wen sieht's denn aus? Wer kackt denn so ein bisschen ab? Also Wirt, öffne mal die Taktik. Vergleich. Hofmann hat eine 74, ja, da hat er schon schwer. Und gegen Durm auch, ne? Wollten wir ja alle haben. Texiera, ich würde fast sagen, Neustädter packt sich mal den Vorlagengeber oder den Top-Torschützen. Texiera, so. Stellen wir mal auf die Füße, oder? Rechts kommen wir nicht vorbei. Die sind an jeder Position besser als wir. Immer ein Punkt, ne? Das ist keine, wo ich sagen würde, jetzt komm über die Seite, da kriegen wir was auf die Kette. Die sind wirklich überall besser. Alle eine solide 74 bis 75, oder? Also es ist unglaublich. 72 hier ein bisschen. Anweisungen. Dribbling. Weg mit den Flankenhäufigkeiten. Steil gehen. Vorstöße oft. Gucken wir doch mal, ob er da was macht. Vorstöße steil gehen. Ja, was willst du denn sonst sagen noch, ne? Petersen vielleicht mal Distanzschuss. Auf geht's. Mehr können wir nicht machen. Mehr können wir nicht. Jetzt müssen wir hoffen, dass er einfach mal Zähne zusammenbeißt. Wie sieht's denn aus mit Montero? Eine 2,0. Ist die gelbe Karte so gefährlich, dass wir ihn auswechseln müssen? Oder sagen wir uns, nee, läuft. Ich weiß es nicht. Das große Risiko. Lassen laufen. Auf geht's. Weiter so gleich. Erste Chance, gleich weiter so. Weiter so, Jungs. Kommt schon, kommt schon. Gib ihm Saures. Statistik. Jo, mehr Ballbesitz, alles da. Riesenchance. Abgefällter Schuss von Petersen fällt genau auf die Stirn von Kacetis, der über, der aber genau in die Arme von Zieler köpft. Wir sind sogar rot jetzt, guck mal. Aber da haben wir auch noch nichts draus gemacht. Ihre Entscheidung. Gomez versucht an Schal vorbeizugehen. Wollen Sie ihm etwas zurufen? Wir können nicht laufen lassen. Festhalten. Gelbe Karte ist egal. Lassen mal. Jo, taktisches Foul. Ja, wenn er durchgeht, ist ein Tor. Ist in Ordnung. Grobes Foulspiel. Bisschen am Trikot gezupft, Mann. Spann dich mal. Du Textmodus-Schreiber, du. So, Aktogan geht wunderbar an Schmiedemann vorbei. Schaut kurz und sieht das letzte Meter ab. Ja! Aktogan! Ja! Aktogan! Onur! Mal wieder! Ach Gott, wenn wir den nicht hätten, ey. Wenn wir den nicht hätten. Dabei habe ich gesagt, zum Petersen habe ich gesagt, auf Distanzschüsse gehen. Also unglaublich. Und der macht's dann. Als ob er da zuhören würde, ne? Der macht ein Gespräch mit dem Petersen, denkt sich so, yo. Zieh mal aus der Distanz ab und dann sowas. Oh, Kacetis sucht Petersen, trifft den Ball nicht richtig. Oh, er scheitert mit einem Flachschuss aus einem Meter. Petersen, Petersen, Petersen. Petersen eine 4. Aufstellung. Petersen, wisst ihr, wen ich jetzt bringe? Kolb, Alter. David, Motherfucker, Kolb. Der reißt jetzt raus, Alter. Wart mal ab. So, ich muss ein bisschen aufpassen wegen den gelben Karten. Deswegen nehme ich jetzt doch Troje rein. Einfach, weil es mir zu viele gelben Karten in der Defensive sind. Auf geht's. Super, rufe ich gleich rein. Gleich super reinrufen. 63. Minute, Stunde gespielt. Wir sind in Führung. Kolb für Petersen. Letztes Jahr auch seine Buden gemacht. Auf geht's. Petersen noch nicht so richtig da, aber vielleicht kommt's noch. Abwarten. Auch ein bisschen Zeit geben allen Jungs. Auf geht's. Rode kriegt eine gelbe Karte bei Hannover. Oh, wenn wir das schaffen sollten gegen Hannover, ey. Das wäre echt mega. Megamäßig wäre das. Spielerwechsel für Schmiedebach. 66 Minuten. Ich sitze hier echt auf Kohlen, Leute. Ich kann's nicht fassen. Ich hasse diesen Textmodus, weil du nichts tun kannst. Du sitzt hier und, oh, dann willst du dich selber spielen. Ballas etwas zu laut und kassiert dafür von Schiri. Jens Staffel die gelbe Karte, die nächste. Gomez, der muss auch aufpassen. Auf geht's. Letzte Einwechslung ist Neustädter raus und Seidel rein. Das war's dann mit Einwechslungen. Alles durch und wir haben reingerufen. Super. So läuft's. So läuft's. Jawohl. Jetzt haben wir auch die Schwachen nochmal rausgenommen. Jetzt hoffen wir mal, dass alle nochmal so ein bisschen hier einen Zahn zulegen. Dann kriegen wir das auch auf die Kette, oder? Chance für Holstein Kiel. Oh, Aktogan taucht plötzlich alleine vor Ron-Robert Zieler auf, doch statt zu schießen. Oh, schlägt auch wieder Haken und Ösen und... Was machen sie denn da für Faxen im 16? Das gibt's doch gar nicht. Chance für Hannover. Aus dem Nichts.
Aus dem Nichts. Aus dem Nichts eine hochkarätige. Hofmann spaziert aber rechts in den Kieler Strafraum. Vor das Tor. Gommelset. Keinerlei. Fuck you. Fuck you, Hannover. Ohne Scheiß. Oh, Mann. Scheiße. Oh, das ist doch nicht zu fassen, ey. Mann, gehen die mir auf den Senkel. Was macht man jetzt? Taktik. Abwehrreihe. Pressing. Alter, jetzt geht's los. Kriegen wir auf den Sack wieder? Ist es der Fehler? Ist es der Fehler wieder? Wenn es jetzt so passiert, dann mache ich es nie wieder, okay? Wenn jetzt daraus es so resultiert, dass wir verlieren, dann mache ich das nicht mehr. Jetzt müssen wir aber wirklich, wie gesagt, voller Angriff. Auf geht's, letzten 10 Minuten Hannover mit der Chance. Zieler schickt den Ball bis an den gegnerischen Strafraum ab. Gomez. Wow, Maxi, Alter, Fußballgott. Komm, nimm doch mal an ihn ein Beispiel, ey. Ecke. Mancini. Zu nah vor das Tor. Riedmüller hat keinerlei Mühe. Auf geht. Letzten paar Minuten. Nachdem Hofmann sich anscheinend verletzt hat, zeigt sich Seidel als fairer Sportsmann. Kommt schon, Jungs, jetzt. Voller Angriff. Da vorne ist Kolb. Aktogan wird. Ey, wird, Mann. Mach mal was draus. Seit Ewigkeiten nicht mehr. Ecke, Troué. Straut, der dreht sich und trifft aus spitzen Winkel nur den Außenposten. Das war knapp. Oh! Mann! Das wäre doch mal so ein Spiel für den Wirt, oder? Dass der mal aus sich rauskommt, mal so ein richtig geilen Ding. Vorsicht. Troué, super. Ecke nochmal. Scheiße, Mancini. Bringt sich selbst in Schwierigkeiten. Am Ende kommt er gerade noch so rechtzeitig vor Gomez an den Ball. Einige Zuschauer waren bereits aufgesprungen. 8 Minuten. Scheiße, jetzt werden die besser. Das war ein Fehler, ne? Flach nach innen geflankt. Ecke. Aufstellung. Taktik. Irgendwas müssen wir tun. Irgendwas müssen wir tun. Nimmt den Ball am kurzen Pfosten, Volley. Wow, was haben die jetzt für Chancen, ey. Konter jetzt, auf geht's, Jungs. Konter, 84. Schneller Angriff von Kiel, genau. Deli ist zunächst vorbei an Schulz. Der versucht ihn in der Mitte lauen, im Aktogan in Zähne zu setzen, misslingt aber völlig. Und somit ist die alle scheiße. Nächste Möglichkeit. Na, das ist doch was. Kazeti spielt ja sehr mannschaftsdienlich und passt zu Aktogan, statt selbst zu schießen, der Türkische, aber verzieht über. Warum passiert ihm sowas denn jetzt in so einem wichtigen Spiel? 89. Kommt schon, Jungs. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Geht drauf. Scheiße. Oh, Mann. Was für ein Kampfspiel, ey. Seidel ist in der Startelf nächste Woche, ey. Kannst aber einen drauf lassen. Gottes Willen, also Wirt und Daily kommen gar nicht mehr so richtig. Gibt's doch nicht, ey. Gut, Abwehrreihe nach vorne bringt nichts bei uns. Wir müssen über die Konter gehen. Das könnte dann vielleicht klappen. Mein Sieg ist vielleicht, hat alles nicht so richtig gefruchtet heute. Schade, schade, schade. Gomez. Ledley kam noch rein, ne? Joe Ledley. Shit. Ergebnisse, oh hier, Spieler des Spiels, Mancini mal wieder. Unentschieden, das hat das nicht, was wir wollten, ne? Wir wollten ja mehr, viel mehr wollten wir. Gut, wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein, weil das Spiel in beide Richtungen hätte kippen können. Wir sind nicht ganz zufrieden, wir hatten eine gute Möglichkeit hier heute zu gewinnen. Wir können zwar mit dem Ergebnis leben, würden uns aber nicht beschweren, wenn es 3 Punkte wären. Die Mannschaft hat sich über 90 Minuten gut präsentiert, deshalb geht das Ergebnis auch so in Ordnung. Hat sie ja auch, aber oh, es hätte einfach mehr drin sein können, ne? Vielleicht, der ist ja schon wieder. Alter.
In Ordnung, Leute. Ja, blub, ne? Passt. Für unsere Verhältnisse ist auch nicht so schlecht gelaufen. Läuft. Schönes Tor von Aktogan. Schade, dass es nicht gereicht hat. Schade. Die zweite Spiel auch noch unentschieden, die zweite Mannschaft, ne? Wir gucken mal ganz kurz rein. Da muss was passieren langsam. Punkte 18. Das ist ordentlich Abstand hier schon gewonnen. 2-2 gegen Bentwisch. Renovierung abgeschlossen, alles klar. Haben wir noch Renovierungen? Oh ja, da haben wir noch eine. Sehr schön. Silas Schäfer fällt aus, Muskelfaserriss, Kacetis bedankt sich. Jo, der Spieler gewinnt an Vertrauen in sie, okay. Schal bedankt sich, okay, alles klar. Holstein Kiel, Mannschaft der Woche. Jo, steht in der Startelf im nächsten Spiel. Du kannst einen drauf lassen. Und dann haben wir das auch geklärt. Seidel, gelb-rot. Ach Gott, Pokal? Pokal. Ole, zu Hause. Schön. Schmidt wäre der Formstärkste, aber ja, nö, ne? Ist ja klar. Puh. Lass mal die Woche laufen, mal gucken, was so passiert. Was so ansteht. Da gewinnt die D-Junioren, oder wer hat da gewonnen? B-Junioren haben gewonnen. D haben wir ja gar nicht. Trainingsplätze, Renovierung abgeschlossen. Das war's. Renoviert ist alles. Das können wir also ein bisschen laufen lassen. Da die Geschichte. Bin mal gespannt. Jetzt, oh, englische Woche. Aber egal, mit Pokal. Becker ist noch angeschlagen. Niederlage Wolfsburg und Gladbach haben Niederlage erlitten. Unentschieden. München, Hamburg, Dortmund gewinnen alle. Läuft bei denen. Ich bin jetzt nicht gespannt. Traoré, Kapai, Max Meyer. Oh, spannend, ne Leute, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin hier total am Maximum. So, deswegen, weil, wie gesagt, ich bin deswegen so, wir sind ja jetzt nicht so schlecht dran wie letztes Jahr über weite Strecken. Wir hängen ja da im Mittelfeld rum, aber ich sage euch ganz ehrlich, du bist ratzfatz unten drin. Guck mal, zwei Niederlagen und lass mal Aue jetzt zwei Spiele gewinnen, dann sind die an uns vorbei. Also, ne, also, man ist da nicht so solide, man sitzt da nicht so solide im Sattel in der Liga, wie man sich das wünschen würde. Wir haben ja 10, am 10., wir haben insgesamt, muss man mal die, wenn man die Liga runterbricht, wir sind noch nicht in unserem Soll. Also theoretisch müssten wir oder wäre es schön gewesen, wenn wir so um die, auch so um die 14 Punkte hätten schon. Dann hätten wir die Hälfte der Miete schon drin. Also 30 Punkte brauchst du natürlich so ein bisschen für den Klassenerhalt. Alles über 30 Punkte läuft dann ganz gut. Wir haben aber die 40 angepeilt dieses Jahr, wollten wir schaffen. Man muss dazu sagen, wir haben auch wieder ein bisschen Qualitätmangel. Gerade was die Neuverpflichtungen angeht. Punkt 1, Verpflichtung 1, Schimau. Sehen wir selber, ne? Ist verletzt. Punkt 2, Pedersen zündet nicht, wie wir uns das erhofft haben. Und Punkt 3, Vincent ist der Einzige, glaube ich, ne? Der so ein bisschen steil hier geht. Auf den wir bauen können, ne? Der uns auf jeden Fall verstärkt hat. Bloß leider fehlt mir da noch die Stabilität in der Defensive. Das ist einfach so. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen. Okay. Transferstatus ändern auf Transferliste zum Verkauf. Marktwert 1,5 Millionen. Ne? Können wir ja mal verlangen. Für Ziereis. Den geben wir gerne ab. Dann haben wir Rossini. Seht schon, ne? Das ist so ein bisschen. Ach, gerade hier das zentrale Mittelfeld. Das ist so eine. Ah, so eine widerliche Baustelle. Kacetis würde gern, aber ihm fehlt da einfach die Kreativität für einen Spielmacher, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Könnte eigentlich, aber irgendwie kriegt das auch nicht auf die Kette. Wenn wir mal schauen, offensives Stellungsspiel, da fehlt ihm eine ganze Menge. Übersicht geht so. Taktisches Verständnis wäre nicht schlecht, wenn das doch besser wäre. Aber wo willst du das herziehen bei ihm, ne? 22, 2,3 Millionen ist er ja wert. Also so schlecht ist er ja nicht, aber wie lange ist Schimau noch verletzt?
21 Wochen, ey, den sehen wir dieses Jahr gar nicht mehr, Leute. Oh, das ist ein Satz mit X, das war wohl nix, oder? Und man wird versichert? Jo. Aber da passiert mir auch zu wenig in letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich sein. Passiert mir viel zu wenig. Mann. Na gut, ist auch 22, 5,8 Millionen, ey, was geht denn ab? 5,8 Millionen. Was haben wir hier drin? Irgendwas. Der ist doch bald weg. Aber ist er noch unverkäuflich, alles klar. Gott sei Dank. Vertrag geht auch noch eine Weile. 5,8 Millionen ist der Hammer. Gut, Leute. Feixen wir nicht lange rum, würde ich sagen. Becker ist noch angeschlagen. Brinkmann hat Trainingsziel erreicht. Wie spielen wir denn gegen Freiburg? Wir spielen so offensiv wieder, ne? Das passt doch ganz gut. Aufgaben, das passt. Taktik, Pedersen. Abseitsfalle. Jo. Lass die Abwehr mal so laufen. Und das Pressing schieben wir ruhig nach vorne. Ja, gegen Freiburg muss was laufen jetzt heute. Da muss was gehen. Ein paar Spiele können wir mittig lassen. Bis zur Grundlinie können sie eigentlich vorgehen, Daly und auch Wirt. Kurzer Pfosten. Bring's doch auch hier so zentral. Jo, 55. Und hoch. Wäre schön, ne, wenn Pedersen zünden würde. Wenn der so seine, keine Ahnung, 15 Buden machen würde dieses Jahr, wäre das schon klasse. Wäre toll. Wäre toll. Ja, Zierheiß hat sich selber so wieder Mainz auskatapultiert. Wird natürlich für alle Schal-Supporter werden das natürlich feiern, ohne Ende. Das ist klar. Ist ja auch gut so, ne? Klar, aber so ein Talent hast du auch nicht alle Tage. Ist nur schade, dass er nicht direkt aus unseren reinkam. Schade, dass, also Neustädter, Schimao, das ist natürlich jetzt bitter. Aber Neustädter bringt's aber auch nicht so wirklich. Deswegen, wisst ihr was ich, wie sieht's denn aus mit Riedmüller? 5 von 10 bloß. Und Neustädter hat 7 gehabt, ne? 6 von 10. Ich geb den Riedmüller, den Kapitän. Es ist der 10. Spieltag, noch nicht mal. Und wir machen das jetzt amtlich hier. Riedmüller ist unser Kapitän, komme was wolle. Mir ist das jetzt egal, auch wenn man das nicht machen sollte mitten der Saison. Aber Neustädter, wenn ich ehrlich bin, ist er nicht das, was ich mir erwartet habe von ihm. Das ist mir zu wenig und dann gebe ich es niemanden, der so in der Form einfach immer tippitoppi ist und an dem man sich wirklich ein Beispiel nehmen kann. Dann gucken wir uns doch mal die Teamdynamik an. Wo sitzen wir denn da, Spielermatrix? Nee, hier, Teamhierarchie. Na, was sage ich? Was sage ich? Perfekt, da brauchen wir gar nicht lange überlegen, das ist einfach Fakt. Wir haben unseren ersten Führungsspieler, das ist Maxi Riedmüller, das ist verdient, das passt super. Das ist, besser geht's gar nicht. Müssen wir die Jungs hier noch wieder alle fit kriegen irgendwie. Daily, Aktion. Na, nimmt doch alle mal ihren Finger aus dem Po, ey, das ist doch unglaublich. Kolb legt Wert auf Gespräche und möchte, was weiß ich, was er möchte. Ich weiß es nicht, was Kolb will. Tore schießen will ich von ihm, aber das kriegt er ja auch nicht hin. Vincent. Hast gut trainiert. Komm, ich muss die ja fit reden. Anders geht's ja irgendwie nicht. Sehen wir ja. Rossini. Ja, er tut sich schwer. Er ist der große Leidtragende bei dieser ganzen Vincent-Geschichte, ne? Muss man ja auch so sehen. Spielergespräche. So. Vielleicht findet sich eine Lösung. Ja, eine Lösung wäre für mich, dass du verkauft wirst. Und dich verziehst. Noch schlechte Stimmung hier reinbringen, wenn schon alles schwer läuft. Kann ich ja gar nicht haben. Brinkmann. Gut trainiert. Weitermachen. Dranbleiben. Dann ziehst du auch noch an Daly vorbei. Aber er muss auch dranbleiben. Das ist ja das. Die Konstanz brauchst du ja bei den Jungs. Das ist ja alles schön und gut, dass wir da Talente haben und schieß mich tot. Aber wir brauchen konstante Spieler. Und alles unter 70 wissen wir, ist schwer für die Liga. Ja, jetzt haben wir doch einen schönen Kader. Das sieht doch ganz in Ordnung aus. Wie man jetzt da steht. Außer Schal, aber Schal wissen wir, der bringt das Talent mit. Eigentlich bringt er alles mit, was wir brauchen für diese Aufgabe. Ist gut, komm, was soll's.
Ja, der geht so durch die Decke. Der wird so durch die Decke gehen. Was haben wir für ihn bezahlt? 1,5 Millionen, ja, hat sich auch gelohnt. Ja, da müssen wir ihn auch schon aufstellen, ne? Wenn wir 1,5 Millionen hinlegen auf den Tisch. Jo, Verträge, gucken wir mal ganz kurz Marktwerte an. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Jo, wird, Vincent. Minimale Ablöse liegt bei 1,36 bei Vincent. Er hat schon seinen Marktwert verdoppelt, ne? Kann das sein? Für 2 Millionen haben wir ihn geholt. Aus der dritten Liga. Ja, auch schon viel Geld ausgegeben dieses Jahr, wenn wir mal ehrlich sind. Auch für Pedersen haben wir auch so viel ausgegeben, oder? 3,9 Millionen, der schießt die scheiß Tore nicht. 1,6 Millionen verdient der Kerl. Eine ganze Hinrunde warten wir schon auf seine Treffer. Mann! Gibt's denn sowas? Shit. Das ist echt shitty. Shitty bei shit, shit, chat. Was ist denn mit Wirt eigentlich los? Also nur eine 10 in der Form, das ist auch wieder... Ja, er ist aber auch nicht in Form, können wir ja auch mal ehrlich festhalten, ne? Das sehen wir ja. Wenn er solche Spiele gewesen wie gegen Hannover, dass er mal aus sich rauskommt oder beziehungsweise da mal ein bisschen Gas gibt. Gut, Leute. Weniger aufregen, mehr spielen. Auf geht's. Wir sehen uns. DFB-Pokal zu Hause. Selbstverständlich im 3D-Modus. Muss ja so sein. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.